Eine Astronautin, eine Gefangene des IS, ein Bankräuber und ein Hirnchirurg. Die haben wenig gemeinsam, könnte man meinen. Aber sie waren alle zu Gast in dem Podcast, den wir euch heute empfehlen. Ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die mich aufgrund ihrer Biografie, ihrer Geschichte faszinieren. Extrembergsteiger, Planetenforscherin, Ex-Terrorist oder Seenotretterin. Welche Motive und Beweggründe treiben die Menschen? Welche Entscheidungen haben ihr Leben geprägt? Welche Fragen stellen sie sich im Angesicht ihrer Lebensgeschichte? Das ist der Journalist und Podcaster Nicolas Seemack. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute Elementarfragen. Nicolas Seemack ist im April 2023 an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Bis dahin hat er in seinem Interview-Podcast Elementarfragen 59 Folgen lang außergewöhnliche GästInnen empfangen und mit ihnen über ihre Lebensgeschichten gesprochen. Mit seinen Fragen konnte Nicolas Seemack selbst zu den härtesten Hunden und verschlossensten Medienprofis eine besondere Nähe herstellen. Mit im Portfolio der Ex-Neonazi Ingo Hasselbach, die Astronautin Insa Thiele Eich und Lutz Taufer. Taufer war Mitglied der RAF und hat im Jahr 1975 als Teil vom Kommando Holger Mainz die deutsche Botschaft in Stockholm überfallen. 4 Menschen kamen bei dem Überfall ums Leben. 2 Geiseln wurden von den TerroristInnen ermordet. Außerdem sind 2 Geiselnehmer bei einer Explosion gestorben. Im Jahr 1977 wurde Lutz Taufer verurteilt und hat 20 Jahre lang im Gefängnis eingesessen. Im Podcast erzählt er vom Terroranschlag in Stockholm. Wie hat sich das angefühlt, dieser Druck, dann auf einmal, wenn ihr wusstet, ja, okay, die machen das nicht mit? Ja, es hat sich so angefühlt, wir exekutieren jetzt ein Programm. Nee, ein vorgesetzten Plan, und dann können wir nicht mittendrin sozusagen sagen, no, jetzt tut uns leid, war nicht so gemeint. Also das das ja, Abbrechen. Option, ja. Ja. Und ja. Der Fehler lag schon daran, dass wir uns unter diesen Zugzwang gesetzt haben, nicht? Die Geiseln zu erschießen, wenn den Forderungen nicht nachgegeben wird. Aber kam dir diese Option? Ich frage mich nur, kam dir der Gedanke, nee, komm, jetzt geh mal raus und was auch immer, aber ich geht eigentlich nicht. Nee, also wir waren da nicht in einer Situation, als wir da oben im dritten Stock in der Botschaft waren, in einer Situation, wo wir uns zurückgelehnt haben und alles nochmal neu durchdacht haben. Nicolas Seemack begegnet seinen InterviewpartnerInnen kritisch, aber einfühlsam. So entstehen intime Gespräche, die vor allem dann eine besondere Tiefe erreichen, wenn Seemack sein Fragenskript verlässt. So entlockt Seemack nicht nur Verbrechern Details zu ihrer kriminellen Vergangenheit, sondern auch berühmten Entertainern Hintergrundinfos aus dem Showgeschäft. Oliver Kalkofe zum Beispiel. Mit ihm redet Nicolas Seemack unter anderem über den Zustand des deutschen Fernsehens und urteilt: Klingt lustig, aber ist es eigentlich nicht. Es ist im Grunde ganz traurig. Und ich habe schon so viel mehrfach erlebt, wie die Fiktion überholt wurde. Ein Beispiel, in der ersten Bachelor-Staffel habe ich eine Figur gespielt, die ich Dick Linde nannte, und die stellt sich im Bachelor vor, und jeder brachte ein Geschenk mit, das habe ich von dem. Mhm. Und dann hatte ich, Dick Linde bringt ihm eine Liebeswurst mit und sagt, ihr Hobby ist Poesie und Schlachten, und sie hat diese Wurst, den Schwein hat sie selber geschlachtet und an ihn gedacht und hat ihm die mitgebracht und so. Wenige Jahre später, kommt exakt diese Szene beim echten Bachelor mit Melanie Müller, die inzwischen ja auch bekannt geworden ist, die wirklich sich vor ihn stellt und sagt, sie schlachtet gerne und hat ihm eine Wurst selber mitgebracht. Und ich saß da und dachte, das kann nicht sein, ihr kopiert und ernsthaft. Und dann haben wir diese Szene natürlich auch genommen und haben Dick Linde zurückgeholt, die sich natürlich beschwert, dass sie ja einfach, aber das ist inzwischen so häufig passiert. Wie schaut Thriller-Autor Frank Schätzing auf die Klimakrise? Wieso kommuniziert Sascha Lobo heute anders als noch vor einigen Jahren? Und was bewegt eine Seenotretterin? Das erfahrt ihr im Podcast Elementarfragen. Elementarfragen ist als ein Projekt des Podcast-Labels 4000 Hertz gestartet. Zu Beginn des Jahres 2023 hat Nicolas Seemack das Label Superelektrik gegründet und sich von 4000 Hertz getrennt. Der Podcast Elementarfragen ist mit umgezogen.
Bis zu seinem Tod im April 2023 hat Nicolas Semak 59 Folgen produziert. Und wer diesen Podcast hört, kann vermutlich auch nie weghören, wenn sich zwei Fremde am Kiosk über ihr Leben austauschen. Das war unsere Podcast-Empfehlung für heute. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast-Podcast von Detektor FM auf Lekton, Overcast, TuneIn, Radio Player oder Downcast. Wenn ihr eine Podcast-Empfehlung habt, die ihr mit der Welt teilen wollt, schreibt uns doch eine Mail an podcastpodcast@detektor.fm. Dieser Tipp kam von Esther Stefan. Redaktion: Ina Lebetjew, Joanna Voss und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Benjamin Serdani. Und ich bin Caroline Breitschädel. Wir hören uns.